Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Wir schauen heute die italienische Aktienbörse an, und zwar Milano mit dem MIB-Index. Mich interessiert zuerst einmal die kombinierte Anlagestrategie, wo wir also Unternehmen finden, die alle Kriterien gut erfüllen. Interessant, wenn ich hier mal den Wert anschaue, weil ich möchte nicht zu viel bezahlen, ist Fiat, Eni, Pirelli, Atlantia, Generali, G-Tech, Casino und Glücksspiel, Glasversorgungsbetriebe. Ich fühle mich nicht so wohl mit einem Sicherheitsrang von 0, auch nicht mit 35. Ich bin gerade daran, mein Generali-Konto aufzulösen. Also Atlantia, das wäre doch etwas mit immer noch 71 in Value, Wachstum und auch Sicherheit. Und Straßen- und Schienennetze sind immer interessant. Ich möchte auch Pirelli anschauen, interessiert mich auch. Und Luxottica schaut nicht so gut an, aber Fiat ist auch interessant. Zuerst einmal ASA zu Atlantia. Ich klicke hier drauf und kriege die Analyse von Obermatt für Atlantia. Es ist eine Top-10-Aktie, natürlich Klimaschutz, familienfreundlich, gesunde Anreize, das ist alles gut. Ich schaue mir mal die Ränge an. Gute Umsatzkurs, Umsatz ist sehr gut, aber sehr schlecht im Kurs Buchwert. Also erstaunlicherweise Umsatz als Größenkriterium ist sehr gut, Buchwert ist nicht so gut. Ich schaue mal weiter, dafür ist der Gewinn relativ hoch im Vergleich zum Preis, den ich bezahle. Ich schaue weiter unten, sehe, sie haben relativ viel Verschuldung. Das Ganze macht mich ein bisschen skeptisch. Ich überprüfe mal diese Zahlen. Schauen wir uns Atlantia an bei Reuters, wo wir wirklich die beste Übersicht kriegen von Finanzkennzahlen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Schauen wir mal an, das P-Ratio ist 25 gegenüber 28, 21 im Sektor. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, oder? Gar nicht so schlimm. Price to Sales 3,91, ziemlich ähnlich wie auch die Branche. Price to Book 2, auch ähnlich wie die Branche. Finde ich eigentlich weitgehend vernünftig, vor allem wenn man jetzt berücksichtigt, dass wir ja auch ähnliche Zahlen haben, außer beim Kurs-Buchwert-Verhältnis. Kurs-Buchwert wäre Market to Book, Price to Book 2,87 ist bei uns, erinnern wir uns, schlecht, ist hier aber gar nicht so schlecht, oder ist eigentlich, ist schon überschlecht, aber im Vergleich zur Industrie gar nicht so schlecht. Schauen wir uns noch die Liquiditätskennzahlen an, Financial Strength, hier sind die Liquiditätskennzahlen aufgeführt, wir haben gesehen, vorher wenig Verschuldung, sie haben relativ viel Verschuldung, sie haben aber eine gute Liquidität. Schaue ich das bei Reuters an, sehe ich einmal die Verschuldung, Debt to Equity ist relativ groß gegenüber der Branche, aber nicht besonders viel größer. Erstaunlicherweise, also bei uns sieht es ja sehr, sehr schlecht aus, wenn man diese Kennzahl anschaut. Bei Reuters sieht es gar nicht so schlecht aus, das überrascht mich etwas. Long-Term Debt to Equity ist auch nicht so weit weg. Wenn ich die Liquiditätskennzahlen anschaue, mehr Liquidität. Wenn ich das Interest Coverage Ratio anschaue, erstaunlich schlechtes Interest Coverage Ratio. Das überrascht mich jetzt wirklich, weil bei uns ist die Liquidität eigentlich relativ gut. Das Ganze macht mich skeptisch. Ich kann die Kennzahlen nicht verifizieren bei Reuters. Wenn ich skeptisch bin, dann mache ich mal zuerst einen Report bei Daniel, der unsere Algorithmen betreut. Frage ihn mal, schau die Zahlen genau an, überprüf das, bevor ich hier weitermache. Ich kaufe also dieses Unternehmen, Atlantia, noch nicht. Das können Sie übrigens auch tun, Sie können uns jederzeit eine E-Mail schicken, wenn Sie Kennzahlen überraschend finden. Schauen wir das zweite Unternehmen an, das uns interessiert hat, Pirelli. Pirelli hat gute Kennzahlen, weitgehend im grünen Bereich, außer auch Verschuldung, wieder eine kleine Überraschung. Ich gehe also auch zu Reuters, schaue, was Reuters dazu zu sagen hat. Und ich habe gerade das gefunden, ein chinesisches Unternehmen möchte Pirelli kaufen. Das ist für mich auch wieder ein Grund, nicht zu kaufen. Ich denke, es macht nicht besonders viel Sinn, in ein Unternehmen zu investieren, das gerade von der Börse verschwindet. Entweder kriegt man dann Aktien vom Unternehmen, das das Unternehmen gekauft hat, das in diesem Fall von einem chinesischen Unternehmen, das möchte ich sicher nicht. Oder man hat dann, muss dann die Aktien verkaufen. Also gehen wir nochmals zurück, schauen, was haben wir denn sonst noch? Ja, genau, Fiat war noch etwas. Fiat hat auch interessant sieht auch interessant aus. Gute grüne Bereiche im Bereich Wachstum.
nur im Kursgewinnverhältnis 0, finde ich ganz komisch. Wieso ist das möglich? Ein Null-Rank heißt, sehr wahrscheinlich haben sie einen negativen Gewinn, also einen Verlust. Warum ist das der Fall? Schau ich mal bei Fiat Chrysler nach. Gibt es irgendetwas, das uns überrascht? Und ich sehe eine relativ schlechte Nachricht zu Fiat Chrysler. Die müssen SUVs zurückziehen. Wenn ich den Kursverlauf anschaue über die letzte Zeit, ich habe jetzt hier das letzte Jahr angeschaut, sind wir eigentlich immer noch relativ ähnlich. Also es ist kein VW-Moment für Fiat. Aber ich habe noch einen anderen Grund. Ich habe den Eindruck, bei Fiat herrscht sehr, sehr viel Performance-Druck, Leistungsdruck. Und bei VW haben wir ja gesehen, dass das dann auch nicht unbedingt besonders gut sein kann. Ich habe die Fiat-Webseite noch angeschaut, habe dann aber nichts weiter hier gemacht, sondern mir gesagt, schauen wir sonst noch, was es sonst noch hat. Fiat passt mir nicht wegen dem Leistungsdruck und den Rückrufen. Pirelli gefällt mir nicht, weil es wird gekauft an chinesischen Unternehmen. Atlantia gefällt mir nicht, weil die Kennzahlen irgendwie nicht aufgehen. Ich muss das nochmals genau anschauen. Also, was bleibt uns noch übrig? Übrig bleibt noch, was würde mich noch interessieren, Luxottica ist auch eine spannende Firma, aber wenn Sie schon lange dabei sind, wissen Sie das. Wenn wir unser Portfolio anschauen, Luxottica ist bereits drin, haben wir schon gekauft, schon früher einmal gekauft, in der Zwischenzeit 5% Rendite erwirtschaftet. Und wenn ich hier jetzt rechts schaue, wie viel Prozent ist denn Luxottica in meinem Portfolio? Es ist schon 10% und das ist sicher die oberste Grenze. Wir haben ja das Ziel, dass wir nicht mehr als 5% pro Aktie investieren. Also heute leider keine gute News, nichts Spannendes gefunden und gesagt, wissen Sie was, wir vertagen das auf nächste Woche und schauen, ob es dann was Spannendes hat. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind und auf Wiedersehen.